Erste Rednerin zu diesem Tagesordnungspunkt, Marianne Gusenbauer-Jäger von der SPÖ. Der Antrag, der heute zum Beschluss vorliegt, wird erfreulicherweise auch von der Opposition unterstützt. Und mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes wird erneut eine Novellierung des Apothekengesetzes herbeigeführt. Das bringt wiederum eine Verbesserung der Apothekerleistungen. Der Behörde ist es jetzt möglich, auch eine Apotheke zu installieren zu lassen, wenn die Zahl 5.500 von den zu versorgenden Personen unterschritten wird. Es können also weitere Apotheken installiert werden, wenn besondere Bedingungen vorhanden sind, wie beispielsweise eine erhöhte Nachfrage bei den Flughäfen oder wenn mehrere Ambulanzen vorhanden sind. Es kann mit dieser Regelung auch der ländliche Raum besser versorgt werden. Und das freut mich als Kommunalsprecherin besonders. Der entsprechende Passus im Gesetzestext lautet: Aufgrund besonderer örtlicher Verhältnisse im Interesse einer ordnungsgemäßen Arzneimittelversorgung der Bevölkerung. Damit ist jetzt auch die Möglichkeit eröffnet, im ländlichen Raum zusätzliche Apotheken zu installieren. Es wird ja auch kommen und erwartet, dass Primärversorgungszentren entstehen werden. Also es werden mehrere Ärzte auf kleinerem Raum ordinieren und das wird bewirken, dass dort auch mehrere Medikamente benötigt werden. Es ist so, dass gerade Personen mit eingeschränkter Mobilität genau dort, wenn sie schon beim Arzt sind, auch dann gleich die naheliegende Apotheke benutzen können, ihre Medikamente dort zu kaufen, zu besorgen. Ältere Menschen oder Mütter mit kleinen Kindern, das ist ja immer ein Punkt, der genau dort, wo kein längerer Weg notwendig sein soll, wirklich genutzt werden kann. Ja, im Interesse der besseren Versorgung mit Medikamenten, auch im ländlichen Raum, werden wir diesen Antrag natürlich unterstützen. Dankeschön. Die Novelle bringe eine Verbesserung der Apothekerleistungen, betont Marianne Gusenbauer-Jäger von der SPÖ. Weitere Apotheken können nun installiert werden, wenn etwa eine erhöhte Nachfrage bestehe.